Heute schauen wir uns gemeinsam an 5 Mythen zum Thema Elektromotorräder. Und so als beispielgebendes Exemplar haben wir die Zero SR mit am Start. Bleibt dran! Elektromobilität bei Motorrädern, glaube ich, ist das noch emotionsgeladener wie bei Autos. Weiß nicht wieso, gehe ich vielleicht später noch ein bisschen drauf ein. Aber auf alle Fälle habe ich hier eine Zero SR. Warum eine Zero SR? Anhand derer ich diese 5 Mythen zum Thema Elektromobilität ein bisschen zergliedere, weil es ein ausgesprochen gutes Beispiel ist, nämlich ein sportliches Nakedbike, das sich mit der mit Nakedbikes vergleicht, die jetzt sehr beliebt sind. Ein Motorrad von Zero, die durchaus Pionier in dem Bereich sind, bei den Elektromotorrädern. Und ja, weil es auch ein Motorrad ist, das ich gerne jetzt gefahren bin. Welche 5 Mythen schauen wir uns mal an zum Thema Elektromobilität bei Motorrädern? Ich habe mir da 5 Dinge rausgeschrieben, die sehr oft Thema sind bei 1000 PS Videos, bei den Kommentaren von euch unten drunter. Diese 5 Mythen sind: Elektromotorräder sind teuer, also das Thema hohe Kosten. Das Thema: im Sattel von Elektromotorrädern gibt es keine Emotionen, ist der Mythos Nummer 2. Der Mythos Nummer 3, ganz zentral, ich glaube 50% der Kommentare drehen sich darum, ist das Thema, der Sound fehlt. 4. Punkt ist die schlechte Infrastruktur beim Laden. Und der 5. Punkt ist, dass die Zuverlässigkeit bei Elektromotorrädern noch nicht so gut ist wie bei klassischen Benzinmotorrädern. Diese 5 Mythen haben wir irgendwie aus den Kommentaren unserer Community rausgelesen, haben wir gedacht, da informieren wir mal ein bisschen, ohne da irgendwie belehren zu wollen. Ist so, dass ich, die Community weiß es, der große Pragmatiker bin. Also mein Herz, ich fahre zwar jetzt privat, also nicht privat, also wir haben in der Firma 2 Teslas. Ich bin jetzt 4 Jahre lang auch schon einen Hyundai Ioniq gefahren. Das heißt, ich habe schon bei den Autos viel Erfahrung mit dem Thema Elektromobilität und ich habe auch für die Kinder immer wieder mit Elektromotorrädern schon Erfahrungen gesammelt. Offset Trail, bla bla bla. Und war immer alles okay, aber ich bin jetzt trotzdem nicht so dieser Fanboy, ich bin jetzt kein Tesla-Fanboy, also dass ich da jetzt für irgendwen oder irgendwas die Fahne schwingen muss. Warum ist dieses Thema Elektromotorräder so emotional? Möglicherweise liegt es daran, dass man da irgendwie die falschen Schuldigen ausgemacht hat, also irgendwie diese Wut der Menschen, dass Individualmobilität immer teurer wird, dass man Individualmobilität auch immer ein Stück weit zurückdrängen möchte, hat man irgendwie die Elektromotorräder als Schuldigen oder Elektromobilität als Schuldigen ausgemacht und auf die backt man jetzt irgendwie hin. Also für mich ist Elektromotorrad, aber auch Elektroauto so irgendwie ein Fünkchen Hoffnung, dass uns Individualmobilität doch noch erhalten bleibt, bei allem, was die Zukunft bringen wird. Insofern bin ich keinesfalls da in irgendeiner Art und Weise auf technologischen Fortschritt böse, dass das jetzt und packt da irgendwie auf solche Fahrzeuge hin, weil das für mich irgendwie sicherstellt, dass man da in Zukunft halt auch noch fahren kann, wenn man CO2-emittierende Fahrzeuge halt in gewissen Regionen oder Städten oder Strecken nicht mehr haben möchte. Insofern kann ich aber trotzdem verstehen, dass da jetzt ja ein paar Dinge zusammenkommen, dass Individualmobilität durchaus teurer wird jetzt in den nächsten Jahren. Aber die Schuldigen sind nicht die da, sondern ja, schuld sind die Wählerinnen und Wähler, die sich das halt auch so wünschen, ein Stück weit. Fangen wir an mit den 5 Mythen. Thema hohe Kosten, muss ich sagen, dieser Mythos stimmt bei den Motorrädern leider noch. Bei den Autos finde ich ihn nicht mehr so, bei den Motorrädern noch voll und ganz. Sprechen wir Klartext. Diese Maschine kostet in Österreich 19.390 Euro, die Zero SR. Ist ein gutes Fahrzeug, ich gehe dann ein bisschen auf die Fahrleistungen mit ein. Wenn ich jetzt die Augen schließen müsste, wenn ich drüber nachdenke und sage, okay, knallhart gesprochen, angenommen es wäre jetzt ein Benzinmotorrad und angenommen ich müsste jetzt schätzen, wie viel sie kostet, würde ich sie auf 13.000 bis 14.000 Euro schätzen. Das heißt, man zahlt im Moment doch einen erheblichen Aufschlag. Und das ist so. Kann man nicht schön sprechen. Jetzt könnte, also viele Leute versuchen es dann zu sagen, ja, aber die laufenden Kosten mit der Wartung sind geringer und bla bla bla. Ist nicht meine Aufgabe, da jetzt irgendwo sich die Total Cost of Ownership für irgendwen vorzurechnen. Ich muss sagen, es ist so, dieser Mythos ist kein Mythos. Im Moment ist Fakt, die Anschaffungskosten eines Elektromotorrades, wenn man das vergleicht mit einem Benzinmotorrad, sind höher. Vergleich ist ein Stichwort, wo ich da jetzt bei diesem Ja-Haken drunter, der Mythos stimmt, eingrätschen muss. Dieses Fahrzeug hat ein Problem. Sie hat 166 Newtonmeter Drehmoment. Also wenn ich sie jetzt am Drehmoment festzurre und sage, so, was kriege ich? 166 Newtonmeter Drehmoment an Benzinfahrzeugen, dann schaut das Preis
so Drehmomentverhältnis gar nicht schlecht aus. Das heißt, auch dieses Beschleunigungsgefühl im Sattel, wenn ich das nur darauf festzurren müsste, dann wären die 19 Flocken, also die 19.000 Euro voll okay, muss ich sagen. Also wenn ich da oben sitze und am Gashand ziehe, denke ich mir, bis deppert ist jeden Cent wert. Es gibt aber ein Aber. Wenn ich jetzt einen 19.390 Euro Benzinmotor herstelle und diese Maschine herstelle und nicht nur die Beschleunigung mir ansehe, sondern auch Bremsen, Fahrwerk, Sitzbank und all den Rest, dann hat man natürlich schon das Gefühl, dass eine beispielgebende, keine Ahnung, KTM 1290 Super Duke R oder eine BMW S1000R insgesamt eben noch mehr bietet an anderen Fronten, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Bremse oder Fahrwerk. Man muss sagen, großes Aber jetzt aber trotzdem wieder, dass jetzt in dieser Modellgeneration, bei dieser SR, Zero große Schritte gemacht hat. Anständiges Fahrwerk, anständige Bremsen, gutes Gefühl, angenehmes Fahrverhalten, das ist ein großer Schritt vorwärts und man hat die Lücke etwas kleiner gemacht. Gehen wir zum Punkt 2. Bei Elektromotorrädern kommt keine Emotion im Sattel auf. Muss ich sagen, stimmt hundertprozentig nicht. Und ich wage auch zu behaupten, dass das vielen Leuten so geht, die jetzt zu 100% sagen, das ist so, ich vermisse Emotionen im Sattel. Wenn sie es dann ausprobieren, ist es aus meiner Sicht garantiert anders. Habe ich oft erlebt bei Testfahrten, dass sehr kritische Journalisten, sehr silberrückige Journalisten, die sehr auf Benzin sind, dann am Ende einer Testfahrt sagen, du, passt, also mir geht jetzt keine Emotion ab. Warum ist das so? Das ist schlicht und greifend deswegen so, weil Motorradfahren, wenn man es erlebt im Sattel, auch von einem Elektromotorrad, ist es so, dass sich das sehr stark mit diesen Sinneseindrücken, die man aufsaugt, definiert. Und man spürt eben Beschleunigung, man spürt Verzögerung, man spürt Erschütterungen, man spürt und riecht alles. Man hört auch. Ja, man hört halt andere Dinge, aber man hört jetzt halt kein Motor mehr, sondern man hört andere Dinge aus der Umgebung. Und insgesamt ist es ein sehr intensives Sinneserlebnis, weil ja dass die Sinnesorgane trotzdem total bombardiert werden mit einem total intensiven Gesamterlebnis. Und die Tatsache, dass ich hier eben diese 166 Newtonmeter zur Verfügung habe, mit dieser nahtlosen und atemberaubenden Beschleunigung, ist natürlich was ziemlich flasht. Ich muss ja schon mal sagen, dass das nicht nur diese 166 Newtonmeter sind, die da ins Hirn fahren, sondern natürlich auch die Tatsache, dass da keine Kupplung da ist, kein Getriebe da ist oder kein Schaltgetriebe da ist. Das heißt, auch wenn man jetzt nicht der ganz große Könner am Gasgriff ist oder an den Bedienelementen, kann man dieses Beschleunigungserlebnis wahnsinnig intensiv genießen, indem man einfach den Gasgriff aufmacht. Und dieses intensive Erlebnis ist komplett, also da geht dir nichts ab. Womit ich das auf keinen Fall unterschreiben kann, dieser Mythos, dass da irgendeine Art von Emotion verloren geht, das ist so wie es ist, einfach fühlt sich komplett perfekt an, muss ich sagen. Punkt 3, Mythos, der Sound fehlt. Muss ich sagen, kann ich nur zur Hälfte unterschreiben und ich denke, es weicht sich immer mehr auf und da hätte ich auch schon ein paar Ideen, wie man das besser machen könnte. Der Sound fehlt im Sattel, das sagen einige Leute, dass das so ist und dass für sie ein guter Sound oder ein mechanischer Sound, ein emotionaler Sound dazugehört zum Erlebnis. Muss ich sagen, wenn man fährt, empfinden es viele Menschen nicht mehr so, weil wenn du fährst mit dem Motorrad, dann hast du tatsächlich dieses komplette Erlebnis, weil du dann plötzlich andere Dinge hörst. Und das ist schön. Also wenn du dann fährst und diesen Fahrtwind hörst und dann spürst du diese Straße so intensiv, weil du ja keine Motorvibrationen hast, dann ist dieses Gesamterlebnis, was ich auch vorher schon gesagt habe, trotzdem sehr intensiv und wahnsinnig faszinierend. Und dieses Gefühl, wenn du quasi Gas gibst und beschleunigst und dich zieht es nach vorne, aber du hast nicht diese Soundpenetration, sondern nur dieses Windsäuseln, dann ist es auch etwas unglaublich Schönes, was dich so auch mit den Elementen so zusammenbringt. Also wenn du dann Bäume hörst und wenn du fährst schneller und trotzdem dann noch das Wasser rauschen hörst, das ist etwas. Auch wenn man ein sehr technokratischer Typ ist wie ich und ich liebe Verbrennungsmotoren und habe da auch meine Ausbildung in die Richtung gemacht, ist dann trotzdem so, dass ich jetzt nicht auf die Idee kommen würde, da fehlt mir jetzt dieser Sound. Aber, es gibt ein Aber, wo ich es voll verstehen kann, weil man natürlich, weil Motorrad natürlich auch ein Ding ist, mit dem man gerne sich selbst ein bisschen zur Schau stellt oder auch das Ding zur Schau stellt. Und in einem Moment fehlt der Sound und das ist der Moment des Aufsteigens, Anstartens und Losfahrens.
das ist der Moment, wo der Sound definitiv fehlt. Apropos Sound fehlt, jetzt kommt meine Familie gerade mit dem Tesla Modell 3 nach Hause und da werden wir hören, wie praktisch es ist, dass ich keinen Sound habe, weil ich jetzt einfach ganz normal weitersprechen kann, auch wenn sie mit dem Tesla hier vorbeifahren. Auch jetzt bin ich schon wirklich ein alter Knabe und muss nicht wirklich mehr an jeder Ecke raushängen lassen, was ich nicht für ein toller Hecht bin. Aber wenn ich auf so ein Motorrad, vor allem auf ein teures Motorrad, vom Kaffeehaus hingehe und dann die Maschine zum Leben erwecke, dann will ich, dass die Leute schauen. Es tut mir leid, ich meine nicht, dass das schlecht denkt von mir oder so, aber es ist einfach ein geiles Eisen und das zeigt man gern her. Und wenn man dann so aufsteckt und dann den Hebel, also den Schlüssel umsteckt und dann den Knopf drückt und da tut sich nichts, das ist irgendwie, da fehlt etwas. Muss ich gestehen. Und ich bin da wirklich sehr pragmatisch. Aber da könnte ich mir vorstellen, da kann man in Zukunft oder hoffentlich einiges noch bieten, weil der Tesla gerade ins Bild gefahren ist, der hat ja wahnsinnig faszinierende Spielereien drin. Also bestes Spielzeug ist natürlich das Furzkissen, das damit eingebaut ist, wo du am Display ein Furzkissen einstellen kannst und wenn sich dann mal hinsetzt, dann macht es einen Furz und so Sachen. Das heißt, man könnte hier sehr viel Spielereien einbauen, wo Sound möglicherweise ein Element davon ist, aber Mythos Sound fehlt. Kann ich komplett verneinen, wenn es geht im Fahrbetrieb, muss ich aber gestehen, auch mir fehlt es beim Anstarten, beim Losfahren in diesem Moment. Ja, würde ich mir gerne ein bisschen an Auftritt mehr wünschen, muss ich gestehen. Punkt 4 ist das Thema schlechte Infrastruktur, schlechte Ladeinfrastruktur. Da muss ich sagen, da kann ich euch oder möchte ich ein Stück weit aufräumen. Eins ist mal, jetzt habe ich wirklich 4 Jahre Erfahrung mit so Elektrofahrzeugen und eins muss ich sagen, jene Fahrzeuge, die immer voll sind, wenn ich in die Garage gehe, sind die Elektrofahrzeuge. Da komme ich immer ans Ziel noch und alles paletti. Und jene Fahrzeuge, die immer da, wenn es richtig drängt und wenn es richtig eng ist die Zeit, das sind immer die Benzinfahrzeuge, die sind dann immer leer. Das heißt, dieses Thema, ich habe zu wenig Reichweite oder das Ding ist nicht voll, das hat man mal beim Start der Tour immer bei den Benzinfahrzeugen, muss ich gestehen. Da muss ich aber auch eins sagen, und das war, ja, was ist denn? Was schon ist, während der Tour, und so ging es mir auch mit den Autos, und Tesla hat ein fantastisches Ladenetz und alles grandios. Ich bin nicht der ganz große Fan von dem Unterwegsladen. Ich glaube, und das ist bei den Elektromotorrädern noch viel mehr der Fall, ich finde es okay, dass die eine kleinere Reichweite haben. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich komme jetzt nach 150 Kilometer circa. Das ist in Ordnung. Ich meine, wer sich noch erinnern kann, KTM 99 Super Duke Air ging 110 Kilometer weit, war in Ordnung. Das ist in dieser Form Naked Bike für mich Feierabendrunde okay. Nicht okay wäre es bei einer Reise-Enduro. Und wenn jetzt irgendwer glaubt, wenn man da jetzt draußen jede Menge Ladesäulen hinstellt, dass das dann die Lösung wäre und dann wird das Fahren mit der Reise-Enduro plötzlich lässig, ich weiß nicht. Also selbst wenn die Ladesäulen richtig schnell sind, dann muss ich mit der Reise-Enduro dann zu dieser Ladesäule und eben nicht 3 Minuten, wie sie jetzt ist bei der Tankstelle, sondern auf jeden Fall 20, 25 Minuten warten. Das ist immer so, ich weiß nicht, so ich will und ich kann nicht. Also muss ich gestehen. Deswegen kurze Feierabendrunde, ganz lässig, aber diese verzweifelten Versuche, da jetzt mit einem Schnellladenetz da irgendwie das zu erreichen, was die Benzinmotorräder oder Benzinautos haben, ich glaube, das wird nichts. Großes Aber kommt jetzt wieder. Im Moment ist es so, dass Tankstelleninfrastruktur sehr weit verbreitet ist und Elektroinfrastruktur noch nicht so weit verbreitet ist. Das wird sich aber ändern. Leider oder wie auch immer, wird sich ändern, wenn sich der Anteil der Elektrofahrzeuge erhöht, und das wird aus gesetzlichen Gründen oder aus steuerlichen Gründen so sein, dann wird es immer mehr Regionen geben, wo sich der Betrieb einer Benzinertankstelle nicht mehr rechnet und dann wird irgendwann der Punkt sein, wo eher es so ist, dass man mit dem Benzinfahrzeug so die Sorgen hat, geht sich das noch aus mit dem Tank oder nicht, wird so sein. Nichtsdestotrotz, im Moment muss ich sagen, diese Ladeinfrastruktur ist nicht wirklich praxistauglich für Reisende, für jene, die lange Touren fahren und jene, die kurze Touren fahren, die werden super glücklich sein mit dem Teil, wenn, großes Wenn, sie zu Hause in den eigenen vier Wänden anstecken können, in der Firma anstecken können. Aber wenn du da beginnst, irgendwo unterwegs bei irgendwelchen Ladesäulen mit 20 verschiedenen Karten von irgendwelchen Anbietern da rumfuselst, da wünsche ich mir, dass irgendwann so, wie es bei Tesla läuft, hingehen, anstecken, ohne irgendwelche Dreckskarten rausgraben und das funktioniert. Aber im Moment, Mythos Nummer 4, die Infrastruktur ist noch schlecht, muss man sagen. Ja,
für mich in der praktischen Nutzung, aber wie gesagt, aus vorhin erwähnten Gründen, kein Problem. Punkt Nummer 5, letzter Punkt, das Thema Zuverlässigkeit. Da haben wir ein sehr gutes Beispiel, weil Zero war eine Marke, die in der Vergangenheit versucht hat, diese hohen Kosten, die dieser Akku verursacht, zu kompensieren, die sie bei vielen anderen Komponenten gespart haben, damit sie insgesamt einen marktgerechten Preis hinkriegen. Und das ist aus meiner Sicht in die Hose gegangen, weil du dann trotzdem noch einen hohen Preis hattest, aber hattest Bremsen drauf, die der Kollege auf 125 gehoben hat. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Insofern haben wir auch jahrelang jetzt nicht so uns intensiv um die Marke Zero gekümmert, weil es nicht wirklich leibend war. Jetzt ist es so, das ist leibend. Das ist so, wenn ich das jetzt vergleiche von den Komponenten her, müsste ich sagen, das ist so KTM 890 Duke, BMW F900, so in dieser Größenordnung. Du hast anständige Bremsen, du hast ein gutes Fahrwerk und das Fahrverhalten fühlt sich hochwertig an, fühlt sich so an, dass da ein anständiges Produkt unter mir ist. Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, das hat 222 Kilo vollgetankt, mit einer Gewichtsverteilung, die ein bisschen frontlastig ist. Und so Elektrofahrzeuge fühlen sich immer ein Stück weit behäbig an der Front an, aber fühlen sich auch so an, als würden sie so ein bisschen immer übers Vorderrad schieben. So dieses Running Wide kommt durch das hohe Gewicht von dem Akku. Und bei Zero kompensiert man das ein Stück weit, indem man eine relativ agile Gesamtgeometrie jetzt hingezaubert hat. Das führt dann dazu, dass sich das bei höheren Geschwindigkeiten so ein Stück weit kippelig oder nervös anfühlt. Und das vermiest ein bisschen diesen insgesamt soliden Eindruck oder diesen gediegenen, hochwertigen Eindruck. Also das ist sicherlich etwas, was man möglicherweise bei einigen Elektromotoren spürt, dass dieses hohe Gewicht jetzt fahrdynamisch entweder ein Problem ist, dass es sich träge anfühlt oder dass der Versuch, diese Pfunde wegzusaubern, dazu führt, dass sie ein bisschen instabiler werden. Und das ist so aus meiner Sicht die größte Schwäche im Moment, und das ist aber etwas, was nicht viele Leute ansprechen, müsste ich einen sechsten Punkt aufmachen, aus meiner Sicht im Moment das größte Problem, aus meiner Sicht viel größer als die Kosten, viel größer als das ganze andere Gedöns, ist, wie schaffen sie es, das relativ hohe Gewicht des Akkus so in das Fahrzeug zu integrieren, dass das Fahrzeug sich trotzdem harmonisch und gewohnt anfühlt. Wird sich noch viel tun mit elektronischem Fahrwerk und so weiter, könnte man da noch viel machen. Es ist ja insgesamt so, die Maschine fährt bis zu 167 km/h. Es ist insgesamt so, dass alles lässig ist. Man muss halt bei der Autobahn, hat man das Gefühl, okay, das ist ein scharfes Teil. Ist so, es fühlt sich ein bisschen nervös an und das ist man von anderen Fahrzeugen der Klasse dann gar nicht so gewöhnt. Was ich hier insgesamt zugute halten muss, dass ansonsten so diese Haptik sich gut anfühlt. Ich habe jetzt keine Langzeiterfahrungen, aber es ist ja auch so, man muss ja gestehen, dass hier nicht wahnsinnig viel kaputt gehen kann. Also die Komponenten sind ja die gleichen, die an normalen Motorrädern drauf sind. Also die Gabel, ja, das ist ein Big Piston Fork. Ja, also was soll das sein? Da ist ein Stahlrahmen, ja, da sind ein paar Schrauben dran und da habe ich dieses riesige Akku drum und einen Elektromotor. Also grundsätzlich besteht jetzt da nicht wirklich ein großes Risiko, dass da mechanisch etwas kaputt geht. Das ist auch so die Erfahrung, die ich mit meinen Elektroautos bisher gehabt habe. Da war einfach nichts. Der Service war Klinkerlitzchen. Also das so meine Erfahrungen dazu. Kein Elektrotest, ohne ums Thema Reichweite und so weiter zu sprechen. Wir haben jetzt hier drinnen 14,4 Akkuversion. Es gibt größere Akkus und die wird... Die Reichweite variiert komplett mit dem, wie man fährt. Also ich kann im Eco-Modus fahren, dann fährt es länger. Ich kann grobmotorisch fahren, wie ich halt gern fahre. Wenn man die Beschleunigung halt geil ist, dann fährt es halt nur zwischen 100 und 150 Kilometer. Aber ich sage mal, 150 Kilometer ist ein sehr realistischer Wert. Die Reichweite ist bei den ersten Fahrten mit der Maschine immer etwas geringer, weil man da diese Beschleunigung so genießt und irgendwann beginnt man da normal zu agieren und dann dehnt sich das ein bisschen auf. Ja, so sieht es da aus. Es gibt auch eine große Batterie da. Wie ist diese Akkulaufzeit? Kommt dann in Richtung 180 bis 200 Kilometer. Das ist diese EU-Angabe, 183 Kilometer, um konkret zu sagen. Die ist recht praxistauglich, wohingegen die anderen Messzyklen, die Hersteller favorisieren, dann auf komplett illusorische Werte kommen. Also 300 Kilometer habe ich schon irgendwo gesehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss man wirklich mit Mikrometerschraube den Gasgriff bedienen. So sieht es aus. Ich muss sagen, ich als Protagonist der Motorradbranche würde ich mir wünschen, dass alle Motorradhersteller
endlich aus dem Buschen kommen und endlich Elektromotorräder bringen. Sonst haben wir irgendwann die Situation, dass Gegenden nicht mehr befahren werden können. Oder wir haben die Situation, dass dieser CO2-Ausstoß so hoch besteuert wird, dass sich nur noch die Reichen leisten können. Und dann stehen wir da und es gibt keine Produkte. Und die Automobilindustrie ist schon viel weiter. Die hat viele verschiedene Angebote am Markt. Und bei uns ist es so, dass die Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen immer schimpfen über die Elektrofahrzeuge. Dann machen die Hersteller nichts und dann stehen wir irgendwann ohne Produkte da. Insofern wünsche ich mir grundsätzlich Aufgeschlossenheit, aber kritisch auch gute Produkte zu fordern und dieses Fanboy-Gehabe, das man aus dieser Tesla-Ecke kommt, kennt ich, das bringt uns nicht weiter, sondern kritisch gute Produkte fordern, aber grundsätzlich aufgeschlossen sein, glaube ich, ist ein gutes Rezept, dass wir da auch in Zukunft ein geiles Hobby gemeinsam genießen können. In diesem Sinne, Zero bleibt dran und an die anderen Hersteller gebt Gas und schaut, dass sowas Gutes auch hinstellt, dass wir eine schöne, große Auswahl haben. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal auf 1000 Best TV. We'll be right back.